Alles ist schon ganz schnell gegangen, aber bevor ich zu München gekommen bin, hatte ein gutes Gespräch mit Marco, Neppe und Fazzo und die haben mir einen ganz guten Plan gezeigt von über Campus zu die Profis und ich habe in dem Plan einfach vertraut und ja, und habe immer einfach hart gearbeitet und ich freue mich dann jetzt hier zu sein. Servus. Mein Name ist Jamal Musiala, ich bin geboren in Stuttgart und am 26. Februar 2003 bin in Fulda ein bisschen aufgewachsen, dann nach England gezogen, bin dann in England aufgewachsen. Ja. Meine Position ist offensiver Mittelfeldspieler. Ich habe mit schon 3 angefangen, zu Hause zu kicken mit dem Ball, bin dann mit 4 in Club Lehnertz in Fulda, habe ich da gespielt mit ja, 1 Jahr älter Gruppe und dann bin mit 7 nach England, war ein paar Monate bei Southampton da, bevor ich dann gescoutet bin bei Chelsea, war dann bei Chelsea 8 Jahren, hat viel Erfahrung, viele Tournaments, viel ist passiert und dann mit 16, letztes Sommer, bin ich zu Bayern gezogen und ja. Ja, ich denke, Bayern hat meine Eltern und mein Agent kontaktiert und dann haben die es mir gesagt und war schon ein großer Schock für mich und meine Familie, so einen großen Club hat ein Interesse in mir und ja, es ist ein Honor, hier zu sein. Ja, in Chelsea habe ich immer Tore geschossen, immer so versucht, gut zu spielen für mich selber und auch in Tournaments away und internationale Spiele auch versucht, immer gut zu machen. Und ich denke, meine Leistung da hat mich jetzt hierher gebracht. Meine Mama und mein Papa, die haben mich immer unterstützt, hierher zu kommen, so immer zu Training gefahren und immer so vorne von Haus oder im Garten trainiert, im Park und ja, auch Feedback gegeben. Die haben mich schon weit gebracht und ich bin ganz dankbar für, was sie gemacht haben. Ich brauchte ein bisschen eine Zeit, gewöhnt zu werden. Nach England ist schon ein bisschen anders. Und ich habe am Anfang in Campus gewohnt und ja, da waren viele Regeln und so. Ich muss mich gewöhnen, aber Campus, da gibt es viele Sachen zu machen. Es ist ein ganz cooles Gebäude, die Leute sind ganz cool. Ich brauchte einfach Zeit für mich, ein bisschen gewöhnt zu werden. Aber ja, die Campuszeit war schon schön da. Da gibt es viel so das Recovery, dass du fit bleibst und auch wenn das Kraftgebäude da, wenn du Krafttraining machen willst und ist jetzt nicht weit vom Zimmer, kannst du jederzeit runtergehen oder wenn du mal extra machen auf dem Feld, kannst du Bälle nehmen und einfach das Freedom in Campus ist ganz cool. In Campus habe ich eine richtig schöne Zeit gehabt und die Trainer erstmal mit Miroslav Klose und Slaven war auch da, meine ersten Trainer, wo ich zu Bayern gekommen bin. So haben mich jetzt den Spieler so ein bisschen gepusht und so, dass ich nicht zurücklasse, einfach Gas gebe, hart arbeiten und dann, wo ich hoch zu die U19 gegangen bin mit Demichelis, Dani Schwarz, Herr Buck. Ich habe noch Kontakt mit denen und so, sind richtig coole Coaches und ja, ich habe mich auch ganz wohl da gefühlt mit denen und war eine ganz schöne Zeit. Ich wurde angerufen und die haben gesagt, ja, du bist bei den Profis morgen und dann die Nacht davor, bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich bestimmt 6, 7 Alarms gemacht. Dass ich nicht einschlafe oder so, verschlafe oder so.
dass ich ja, pünktlich bin. Und dann ja, konnte ich so schnell schlafen, war ein bisschen aufgeregt und so. Aber ja, und dann bin ich hingefahren, mit meiner Mama geredet, so einfach cool bleiben, Spaß haben. Und wenn ich dann in die Kabine reingekommen bin, ich wusste erst nicht, wo ich sitzen muss. Ich denke, alle waren in einem Meeting oben oder so. Dann habe ich einfach da gewartet, wo ich hin. Ich wollte nicht bei jemand anders seinen Platz sitzen. Ich will jetzt keinen Streit ganz am Anfang anfangen. Und ja, und dann die sind runtergekommen. Dann Josh hat mir geholfen, ich kann da sitzen. Und dann, ja, dann alles gut gelaufen und trainiert. War eine gute Session und ja. Yeah. Mit Miro bin ich ganz gut, gibt mir immer Tipps, was ich besser machen kann. Und nach dem Training mache ich auch extra Sachen mit ihm. Wenn ich fühle, wenn ich was verbessern, gehe ich zu ihm, können wir das machen, das. Ja. Einfach gute Relationship mit ganz meinen Trainer. Und, ja. Meine Stärken sind, neben dem Platz einfach so ein offener Typ zu sein, so Spaß haben, einfach, ja, einfach locker zu sein, trotzdem auf dem Boden zu bleiben, aber ja, einfach ganz cool und frei mit meinen Jungs, Freunden und so zu sein. Auf dem Platz dann für mich, ich denke, 1 gegen 1 dribbeln ist eins von meiner Stärken und Spiel nach so vorne bringen. Es sind viele Sachen, die ich noch verbessern kann, so jetzt Pässe oder so, aber ich denke 1 gegen 1 und 1 gegen 1 mit Torwart und so, denke ich, eins von meinen Stärken. Wenn ich Dinge sehe, dass ich verbessern kann, versuche ich im Training das extra jetzt schon anfangen zu verbessern, so wie jetzt Kopfball paddeln oder schießen oder irgendwie so, jetzt schon anfangen, dass ich bereit bin. Von der Mannschaft kann ich viel lernen, so, aber wir haben jetzt einen Spieler, so Kimmich, so richtig ein gutes Vorbild für viele junge Spieler, einfach immer 100% geben im Training und einfach das Feuer haben, immer besser zu werden und nicht zu verlieren willen. Und das nehme ich auch mit, aber das sind auch viele Spieler, wo ich von die lernen kann und viele Fragen stellen kann, und mache ich auch. Vom ersten Tag an im Training hat er uns schon überzeugt, wenn man da seine Qualität gesehen hat. Sehr geschmeidig, hat eine sehr, sehr gute Geschwindigkeit, eine brutale Kontrolle mit dem Ball, eine sehr, sehr gute Technik, und auch immer, wenn er reinkommt, ist es nicht so, dass er sich irgendwie versteckt. Ich hoffe, dass er noch sehr lange für Bayern München spielen wird, weil ihm traue ich wirklich sehr, sehr viel zu. Solche Voraussetzungen hatte ich nicht in dem Alter. Ich frage fast alle Spieler, meistens so Levi, Müller. So, wenn ich ins Spiel reinkomme, sagen, geben die mir auch auf dem Feld so in Spiele, was ich machen kann. Ich nehme alles on board und versuche das auf mein Game zu entwickeln. So, ja. Ich fühle mich ganz wohl hier. Ich war jetzt nicht so oft in die Stadt wegen Corona und so, aber wenn ich in die Stadt war, ich fühle mich ganz wohl. Die Stadt ist ganz, ganz cool und ich bin schon gewöhnt dran. Und, ja. Ich weiß nicht, ich war auch nicht so oft in London Stadt, so. Ich war ein bisschen außerhalb, wo ich trainiert habe und so, aber ich fühle mich ein bisschen, hier ist ein bisschen mehr relaxed und so, ein bisschen in London ist ein bisschen heptisch und so, aber ja, beide Städte sind richtig cool und ja, freut mich, in beide Städte mal zu leben. Abends oder so spiele ich PlayStation mit meisten von meinen Jungs in England, dass ich noch Kontakt da habe. Ich schaue auch gerade NBA an, ich folge die Spiele, Golden State, so Curry ist mein Lieblingsspieler da, und ja, das
mache ich außerdem Fußball meistens, ja. Steph Curry ist ein gutes Vorbild, der schon viel gemacht in seinem Leben, mit auch Verletzungen und was er auch für das NBA gemacht hat. Und ich denke auch Messi, auch viel gemacht und so eine Konsistenz und ja, auch ein großes Vorbild. Und ja, und jedes Mal, ich sehe die spielen, bringt auch Freude an mich. Und ich will das auch in mein Spiel haben, dass wenn Leute mich anspielen sehen, dass die auch Freude haben und es macht ihnen Spaß, das Spiel anzuschauen. Was ich denke, in FC Bayern so hart arbeiten, so eine richtig gute Mentalität zu gewinnen, so richtig competitive zu sein, aber auch eine Familie. So FC Bayern ist eine Familie. So. Halt mit mir, San Mir und alles einfach. Das ist das Größte, was ich denke in Bayern, so Familie. Meine Ziele sind, für mich jetzt selber einfach zu entwickeln. Für mich, dass ich in die nächsten Jahre einen festen Platz habe bei Bayern und an mich selber arbeiten und hoffentlich alle Ziele, was alle FC Bayern-Fans haben, so Champions League, wieder Triple gewinnen und einfach, ja, wie es läuft, einfach immer weitermachen und die gleiche Ziele wie alle FC Bayern-Fans haben. Wenn ich zurückgucke und so, was ich und meine Familie alles schon durchgemacht haben und so geschafft haben, hierher zu kommen und einfach, dass ich weitermachen muss und auf dem Boden bleibe und dass ich hier meinen Platz in FC Bayern behalte, dass ich weiter gut mache und so. Ja, das ist meine Zeit noch in Deutschland, so, wo ich noch ganz jung war. Einfach die Freude am Spiel, einfach glücklich sein. Ja, das ist von die letzte Zeit, das Club-WM-Trophy, eines von den größten Trophäen, was man gewinnen kann. Einfach gute Erfahrung und ein Honor für ich und meine Familie. So, hier ist noch ein Bild mit ein paar Spielern von meiner alten Mannschaft. Es erinnert mich einfach an die guten Zeiten in England und war auch ein großer Moment in meinem Leben. Es war ein Honor, auch da zu sein. Das Bild von meiner alten Schule von Whitgift. Das ist mein erstes Jahr oder so. Kann sein, ich sah noch richtig jung aus. Ja, ein bisschen eine Uniform, ist jetzt nicht in Deutschland so gewohnt, aber ja, auch schöne Zeiten da. Hier hat es ein Schulturnier mit die Schule bevor Whitgift, Corpus Christi. Auch ganz cool. Wir haben auch den Trophäe gewonnen. Ich und meine Freunde haben noch Kontakt mit meisten da. Ja, hier habe ich die Golden Boot gewonnen oder so. In das Trophäe, das ist mit Lucas und Hernandez von Liverpool. Wir hatten in Anfield gespielt, auch das Tournament gewonnen in meiner Schule. Ganz cool. Was jetzt nicht genau hier, wo das war, aber war auch, das war mein Dad da und einfach dann, ich gehe jetzt Fußball spielen, so, mach mich bereit, Fußball zu spielen. Das ist mein Golden Boot, wo ich von Lenertz gekriegt habe, für irgendwie 100 oder so Tore geschossen da. Und die haben mir einen Golden Boot gegeben, bevor ich nach England gegangen bin. Und ja, yeah, eine coole Zeit da. Ist fertig. Messi, Neymar, Ronaldinho. Mountaschen.
Ich weiß nicht, das Normale einfach. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist ganz, ganz cool. Man kann auch mit Eier, das ist ganz lecker mit Eier auch. Bestimmt ein Update von Kathleen für einen Plan für morgen oder so. Jetzt nichts Besonderes. Ich schaue Netflix, gerade schaue ich House of Cards oder so. Ja, einfach Netflix, was kommt, Filme oder so, ja. Fahrschule auch. Ich mag La Casa de Papel gerade, aber da waren auch viele, wo ich schon gemerkt habe, so Prison Break war auch ganz cool. Suits, ja, schon viele habe ich angeschaut. Es ist einfach M vom Musiala, so jetzt nichts Besonderes so, aber es bedeutet schon was für mich so. Da muss Servus sein. Servus.